Juhu, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Unfair Mario, dem Warmduscher-Spiel für Warmduscher. So, ich habe gefragt, ey Leute, könnt ihr mir nicht Tipps geben? Wie schaffe ich das Scheiß-Level am besten? Wie läuft es? Und da habe ich auch gleich die Tipps bekommen, die im Übrigen sehr gut waren, denn die haben gelautet, geh einfach nach links, da ist das Level zu Ende. Und ja, das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die man als grenzwertig ansehen kann, weil der ein oder andere sagt jetzt, ja, aber TT, das war ja nicht wirklich helfen, sondern das war ja, oh, wir steigen wieder in den Himmel, sondern das war ja direkt schon ein fettester, übelster Spoiler vom Level, ja. Aber ey, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn dieser eine Mensch von euch, ich gehe schon mal weiter. Oh mein Gott, wir sind im letzten Level, andere Musik. Oh mein Gott. Wenn dieser eine Mensch von euch nicht auf die Idee gekommen wäre, mir zu sagen, dass ich links rumgehen muss, dann wäre ich noch stundenlang nach rechts gelaufen. Ich hätte mich stundenlang darüber mokiert und aufgeregt. Boah, die Musik ist geil. Was für ein Scheiße das denn eigentlich ist. Also ich hätte es nie geschafft, weil ich es nie gewusst hätte. So, jetzt weiß ich es aber. Und jetzt ist die Frage natürlich, wo muss ich jetzt lang gehen? Da habe ich natürlich, ja genau, da habe ich natürlich mal wieder überhaupt keine Ahnung von. Deswegen warte ich jetzt gerade mal ein bisschen. Was? Ich würde gern lesen, was da steht, Leute. Deswegen warte ich da eigentlich gerade auch. Das geht da! Komm schon! Tastenmensch! Aldi! Aldi! Was? Aldi? Okay, dann eben nicht. Ah! Na! Oh, du Sackgesicht! Hä? Ist das so einfach? Wirklich? Ey, Moment mal. Ey, das habe ich ja eben geschafft. Willst du mich verarschen? Oh, das kann auch nur wieder ich, weißt du. Ich kann das beim ersten Versuch wieder machen und jetzt, guck mal, jetzt schaffe ich das nie mehr. Ich schaffe es einfach nicht. Ah, ich weiß. Hä? Nee. Hä? Wie? Das war's jetzt, oder was? Willst du mich verarschen? Hä? 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 Was? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ich würde auch gerne mal lesen, was da steht, aber selbst dafür bin ich ja zu blöd, um da mal hinzukommen. Weil dieser komische Wolken-Heino. Oh. You won't finish this level anyway. Also mit meinem geilen Englisch und meinem geilen Gehirn, was das gerade geil übersetzt hat, würde ich jetzt sagen, dass da steht, ich werde dieses Level sowieso nicht schaffen. Ja. Willst du mich verarschen oder was? Ich hab's doch schon geschafft, oder nicht? Oder was war das jetzt für ein Ziel da? Oder ich verstehe gerade überhaupt nichts mehr. Ich verstehe es nicht. Aber wenn ich back to me... Ja, da ist doch 10. Hä? Habe ich das jetzt geschafft? Habe ich das nicht geschafft? Bin ich jetzt fertig? Was soll das hier? Fragen über Fragen, die sich mir gerade auftun in diesem Level, Leute. Und keiner dieser komischen Tomaten-Hainus weiß was. Ja, was denn? Warum rutscht er denn da rein wie auf Eis? Alter, du altlatter Arschmensch, ey. Geh mal weg da jetzt. Sorry wieder für die harten Beleidigungen. Arsch, sagt. Da! Ach ne, ich hätte schwören können, da war ein Block, aber der war ja ein bisschen weiter links. Ja, TT wird auch alt langsam. Also, ich bin ja noch jung, aber irgendwo auch schon wieder nicht mehr jung. Ha. Okay. Also, ich werde weiter versuchen, noch den Part jetzt nach links zu kommen. Ach,
fuck. Ja, okay, ich weiß, wie es... Ah, okay. Okay, ich hab mir nicht nur überlegt, wie es geht, sondern ich hab's auch jetzt... Weiß ich, wie es geht. Ah, das war voll eine knappe Sache gerade. Habt ihr gesehen? Aber nein, dann wurde ich ja von unten wieder aufgespießt, wie am Grill. Oh, wir grillen heute Abend. Fuck! Wie kommt das denn von unten? Da hat er mich wieder gepuncht, oder was? Der alte Puncher. Der alte Wladimir aus Zeiten der Wladimirer Nasilisierung. Ja, geil. TT, das war jetzt wieder so ein typischer TT, war das irgendwie wieder. Das war wieder so ein... Ja, das war jetzt... Ja, natürlich, das war jetzt wieder so der TT in seinen besten Zeiten. Also ich glaube einfach, dass ich muss da hoch. Ich glaube einfach, dass ich links rum muss diesmal. Aber ich verstehe nicht, wofür das Ziel... Da willst du mich doch verarschen, den habe ich ja noch nie gesehen da. Aber ich glaube, das Ziel da, das war nur so eine wir sind voll lustig. Wir haben dir nämlich noch ein Ziel gemacht, aber das bringt dir nichts. So, bist da nach dem Style eben. Ach du bist doch... Ey, du bist so ein fieser Mensch, Opa, ne? Ich hasse dich. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Boah, wie oft habe ich das heute schon gesagt? Könnt ihr mal den, vielleicht kann ihn jemand machen, den ich weiß jetzt, wie es geht, Counter vielleicht, ja? Den ich weiß jetzt, wie es geht und dann doch verkacken Counter oder sowas. Ja, toll! Ey, ich weiß aber auch nicht, wo ich da jetzt weiterkommen soll. Das ist doch zum... Ach, nee. Und jetzt schon wieder der komische Weiße. Was ist denn das für eine Verarsche eigentlich? Stell mal vor, ihr geht irgendwo durch den Park, so ganz chillig, ganz normal, helft gerade irgendwie noch Leuten und so und seid nett und zeigt ihnen den Weg auf dem Stadtplan oder so, ja. Und dann gehst du einfach weiter und siehst so einen Hund, so. So einen Dackel, ne? So ein Dackel einfach. Du siehst so einen Dackel, ja. Und dann, du würdest niemals damit rechnen, dass dieser Dackel auch nur irgend... Ah, vielleicht, das verstehe ich nicht. Ja, du würdest niemals damit rechnen, dass dieser Dackel auch nur irgendwas Böses im Schilde führen könnte, ja. Und dann gehst du dahin zu diesem Dackel und willst ihn einfach streicheln. Fuck, willst ihn einfach streicheln, ja. Weil du ihn so süß findest, gehst du, oh, kleine Dackel, was ist denn? Und mitten auf dem Weg zum Dackel, ja, passiert einfach das, ja. Der Boden geht weg und du fällst runter und stirbst, ja. Einfach so, du stirbst einfach am Gras, ja. Im Gras stirbst du einfach, ja. Wie hart wäre fucking... Oh mein Gott. Das war der Pro-Mensch. Nee. Du alter Pro-Mensch, Alter. Nee, glaube ich jetzt nicht. Ja, du stirbst einfach instant beim Dackel. Ja, also davor noch. Der Boden geht einfach weg. So, jetzt komm, jetzt gib mal her hier. Oh mein Gott. Fuck. Warum geht das denn nicht, ey? Ich verstehe es auch nicht. Versteh das nicht. Warum geht das denn nicht? Stell dir vor, du stirbst an eine Graswiese, weißt? Stell dir vor, du stirbst an eine Graswiese. Das wäre wirklich nicht schön. So. Ah! Ha! Nee! Ich habe schon die andere Richtung eingelenkt. Aber dann, in einem Augenblick der Geistesabwesenheit meinerseits, ist es passiert. Und ich bin hängen geblieben und gestorben schon wieder. Ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Ich könnte eulen wie die Eule heute Nacht, wenn die Eule mich am Baum sah und mir sagen wollte, was ich will. Ich bin der Eulenmensch, der nur für Eule ist. Ha. Okay, that it matters. Okay, wenn ich jetzt da hochspringe, bin ich tot. Ja. Ah, ich wusste es. Wenn ich hochspringe, bin ich tot. Ich wusste es.
Ha! Ja, keine Ahnung, wie man das machen soll. Ja, ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben. Habe ich es jetzt geschafft? Bin ich durch? Ist es das? Ist das rechte Ziel hier? Ist das? Ja, die Wahrheit. Ich bin zu blöd, um drüber zu springen. Oder was ist hier die Wahrheit, ja? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Bye. Unfair Mario.